einmal mit Vollgas in Köln über die Deutzer Brücke rasen und keinen Ärger mit der Polizei bekommen. Was nach dem Traum vieler Fahranfänger klingt, ist für einige Fahrer in der DTM eine eigentlich ganz einfache Übung. Und nicht nur, weil ihre über 500 PS starken Boliden jedem Polizeiauto keine Chance lassen würden. Die Organisatoren der deutschen Tourenwagen Masters haben mit dieser spektakulären Übung die Fans auf den bevorstehenden DTM-Lauf auf den Nürburgring einstimmen wollen. Und weil man in Köln ein Herz für schnelle Rennautos hat, haben die Behörden auch die Deutzer Brücke gesperrt, damit jeweils ein Audi RS5, ein BMW M4 und eine Mercedes C-Klasse darauf unterwegs sein konnten. Diese spektakuläre Rheinüberquerung hat auch bei den drei DTM-Piloten für eine Menge Spaß gesorgt. Ja, absolut. Wir haben ja schon ein paar verrückte Sachen gemacht mit der DTM. Russland in Moskau vorm Kreml oder um Kreml rumgefahren. Und hier in Köln, quasi meine Heimat, mit dem DTM-Auto mal zu fahren, ist natürlich cool, hier mitten am Tag, an einem Sonntag, die Brücke abzusperren und dann ein paar Show-Einlagen zu machen. Ich hoffe, es sind gute Bilder und war was Besonderes auf jeden Fall, was man nie vergisst. Wer jetzt hofft, dass es vielleicht bald ein DTM-Rennen in Köln geben könnte, der muss leider der Realität ins Auge schauen. Obwohl die Organisatoren und auch die Fans sich ein Stadtrennen durchaus wünschen, ist dieses leider noch lange nicht in Sicht. Aber wer weiß, vielleicht war dieses Wochenende ja für alle Beteiligten inspirierend, sich damit näher zu beschäftigen. Die Wartezeit, bis es denn vielleicht einmal soweit ist, kann man sich als Fan zum Glück ja mit dem nächsten Lauf der deutschen Tourenwagen Masters auf dem Nürburgring am kommenden Wochenende verkürzen.